Hallo, ich begrüße alle Freunde des Zeichnens. Ja, auch dich, Walli. Oh, der Nikolaus war ja da, wie ich sehe. Hast ein Selfie gemacht? Schön. So, hier seht ihr nun das Frontbild des 15. Videos. Hier habe ich einmal Innenfelder freigelassen. Und zwar, wenn man sich jetzt hier, das ist auf 1 cm gemalt, gezeichnet, wenn man sich das mal hier so denkt, diese Gitternetzlinien, dann werdet ihr feststellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und nochmal 6 Felder habe ich hier innen freigelassen. Und habe einfach mal Hallo reingeschrieben. Als Klingelschild oder so etwas. Ist eine eigene Kreation. Ihr könnt ganz andere Dinge kreieren. So nach eurem Geschmack. Aber dieses Bild hat eine Besonderheit. Und die möchte ich euch kurz erklären. Wir kennen aus vorherigen Videos diese Art. 1, 2, 3. Ist wieder so ein 9er Block. Aber wir kennen von Punkt zu Punkt malen, und zwar gerade, habe ich euch eindringlichst erklärt. Heute ändert sich das hier bei dem, wenn ihr genau hinguckt. Und zwar, hoppla, und zwar, zack, 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 zack. Diese Version kennt ihr, die ich jetzt hier mache. Diese. Die kennt ihr. Jetzt kommt die neue. Und zwar so. Etwas nach innen und etwas so. So, 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 so. Und der nächste dann natürlich hier auch so. So, 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 so. So, 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 so. Gar nicht zu stark. Sieht auch so toll aus. Und das gibt dem Ganzen einen so besonderen Effekt gegenüber dem normalen. Hier, wie ihr letztendlich... Ah, hier. Gegenüber dem. Der würde dann so hier reingehen. Wie das letztendlich ist, müsst ihr selber entscheiden. Könnt ihr selber euch aussuchen. Mir gefällt es auch so. So viel zu diesem Frontbild, die habe ich ja im Video direkt gar nicht gezeigt, nur als Einleitung. So. Und hier nun gleich hinterher das andere Bild aus dem 13. Video. Schaut es euch in Ruhe an. Und dann kommen wir auch gleich zu den Worten. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe euch ja gesagt, bevor ihr etwas ins Reine zeichnet, immer eine Vorlage zeichnen. Dann kann man das überprüfen und dann ins Reine. Ich habe hier verschiedene Worten aufgezeichnet mit verschiedenen gebrochenen Linien oder ganz fehlenden Feldern, wie wir schon im vorherigen Video besprochen haben. Das ist nun eine Borte hier, Nummer 1. Und wie ihr seht, habe ich dieses Feld komplett ausgelassen. Das, das, die beiden zusammen, habe ich mir vorher so ausgedacht, geguckt, ob das klappt, und dann, zack, habe ich es gezeichnet. Dann geht es hier weiter, zweite. Da habe ich gebrochene Linie gemacht. Da, da, ich sehe hier keine. Da, ganz durch, ganz durch, ganz durch. Da, da, ganz durch. Hier ist keine. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Das und das ist synchron. Ihr könnt das länger machen, rum machen, um die Ecke. Das zeige ich euch noch, wie es geht. Und so weiter. Nochmal den dritten hier. Müsst ihr mal selber erkennen, aha, hier ist eine gebrochene Linie, seht ihr, nicht im ganzen Feld, gar nicht im ganzen Feld, das wäre hier das ganze Feld. Der ist in der Mitte, zwischen den beiden Feldern.
viele, viele Möglichkeiten. Selber ausprobieren, abzeichnen, wie ihr wollt. Und dann komme ich euch an die Ideen. Zack. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So könnt ihr es weitermachen. Und. Hier. Pups. Pups. Pups, pups. Dumm, dumm. Fertig. Fertig. So, wie sieht das Ganze jetzt fertig gezeichnet aus? Voila. Weg dahin. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Aber jetzt. Nochmal die Vorlage. Seht ihr? Das Feld fehlt hier. Das da. Zwei Felder weg. Knicke ich das mal weg hier. Der nächste. Nochmal wegnehmen. Der allerletzte. Mal ein bisschen hoch machen. So. Mir bringt es Spaß, kann ich nur dazu sagen. Schaut es euch in Ruhe an. War aber noch nicht alles. So, wieder mein Zettel her. Voilà, da ist er. Wieder. Stift her. Gebrochene Linie. Jetzt muss ich selber gucken hier. Da, gebrochene Linie. Das nimmt ja gar kein Ende hier. Aber es klappt wunderbar. Gebrochene Linie. Alles voller gebrochene Linien. Oh, oh, oh. Was ist denn hier los hier? So. Wunderschön. Ich werde die jetzt hier nicht alle durchzeichnen, aber ich zeige sie euch zumindest. Seht ihr? Gebrochene Linie. Weg den Zettel. So. Den hier. Komm an. So. Da ist er. Guck mal hier, was ganz schnigelinig ist hier. Wie das geht, abzeichnen. Einfach mal hier so 1 cm, 2 cm oder ein Feld, zweite Feld, dritte. Wie groß ihr das zeichnet, kann ich ja jetzt nicht sagen. 1 cm. Bei mir ist es jetzt 1 cm, 2, 3, 4 cm, einen halben frei. Ja? Anderthalb. 1, 1, anderthalb. Wenn ihr euch ein bisschen reindenkt, ist es ganz, ganz einfach zu zeichnen. Und vor allen Dingen dürft ihr keine Angst haben und dann versperrt ihr euch eure eigene Kreativität nicht. Das muss sein. Viele, viele eigene Kreationen könnt ihr darstellen. Ich habe euch heute die Frontbilder der zwei Videos gezeigt. Möchte heute auch gleich beenden, damit es nicht zu viel wird, und bereite schon das nächste Video vor, in dem wir dann nicht die Zweierborte, sondern die Dreierborte euch auch zeigen. Möchte ich euch dann auch zeigen, fertig gezeichnet natürlich. Okay, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ohne Musik, kurz und bündig. Ich hoffe, eine Menge Informationen ist heute rübergekommen zu euch. Ihr könnt das verbinden miteinander. Ich habe ja über 70 kleine
kleine Muster gezeigt in dem 16. Video und die könnt ihr alle aneinander stücken. Ich werde euch in den nächsten Videos auf Wunsch auch zeigen, dass man solche Extras hier machen kann, wie man das miteinander verbinden kann. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie es geht und keine Angst davor. Ich sage danke fürs Zuschauen, viel Spaß und tschüss, bis zum nächsten Video.